Ja, grüß euch meine Allerbesten und willkommen zurück hier zu Starfield, wo wir die alternative Aufgabe noch lösen wollen. Und zwar sollen wir dafür hier an der Vigilance andocken oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Machen wir. Und ich habe schon wieder ein neues Schiff. Zeige ich euch später. Das ist nämlich das Schiff, das ich mal nicht fliegen konnte, weil mein Pilotenlevel zu niedrig war. Habe nicht viel übrig. Captain, grüße. Willkommen an Bord der UC Vigilance. Noch irgendwelche Fragen, bevor ich dich zum Commander bringe? Nope. Rennen wir los. Verstanden. Wenn du mir bitte folgen würdest. Oh, schon wieder so voll auf Spiel. Voll wieder das Heidefache. Ja. Das hat aber immer noch tatsächlich auf dem Planeten gestanden. Muss ich nur noch einsteigen und das mitholen. Bist du für einer? Alex Fong? Wer ist Alex Fong? Ist auf Ebene 2. Fass bitte nichts an, bis du die Freigabe hast. Ist wie der Weg zum Traualtar. Aber wir haben auch unsere Momente. Okay, Vanguard. Fahr mit dem Lift hoch zu Ops. Commander Ikande müsste schon auf dich warten. Ja, würde ich ja gern. Mach die auf. Ja, dann konnte ich es mir schnappen und es ist. Ja. Krasses Schiffchen. Was Waffen und so angeht. Natürlich habe ich dann noch ein bisschen Frachtraum dran geschraubt. Wie er da steht. Das soll eine Brücke von einem Schiff sein. Mit so Lüftungsdingern da. An den Wänden. Erste unrealistische Szene. Können wir bitte bei der Sache bleiben? Ah, da bist du ja. Commander Kipway Ikande, US Systef. Schön, dich an Bord zu haben. Ich dachte schon, du bereust es, dass du Commander Tualas Angebot angenommen hast. UC Systef. Also hier bin ich. Offensichtlich die richtige Wahl getroffen. Okay, nachdem du jetzt Teil des Teams bist, zeige ich dir dein neues Zuhause. Teil des Teams, Teil der Crew. Das Operationszentrum der Vigilance. Das Schiff ist das Nervenzentrum des Systef für die Zerstörung der Crimson Fleet. Erstens, ich habe schon ganz schön viel von dieser Crimson Fleet aus dem All gepustet. Und genau deswegen gehen wir etwas unauffälliger vor. Wir brauchen Augen und Ohren in der Crimson Fleet. Jemanden, der uns mit Informationen versorgt und ihre Schwachstellen identifiziert. Soll mich jetzt... Der Haken ist, du kannst nicht einfach bei ihnen anklopfen und dir ein Bewerbungsformular geben lassen. Um reinzukommen, braucht es Raffinesse. Gut. Ich habe genau den richtigen Startpunkt für dich. Unsere Aufklärung hat einen möglichen Weg in die Crimson Fleet gefunden, durch Sersha Bowden, eine ihrer Kontaktpersonen. Die arbeitet für die Handelsaufsicht in Cydonia. Wir haben einen Container Aurora auf dein Schiff geladen, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Darauf solltest du hoffen. Sersha ist nicht leicht reinzulegen. Sobald du dich in die Crimson Fleet geblufft hast, beginnen wir damit, Beweise zu sammeln. Okay. Da kommt meine rechte Hand Lieutenant Jillian Toft ins Spiel. Sie erklärt dir alles, was du wissen musst. Könntest du jetzt auch gleich machen? Ah. Na ja, komm. Das nenne ich mal Eifer. Denk daran, die ganze Operation hängt davon ab, dass du es schaffst, die Crimson Fleet zu infiltrieren und uns gibt. Weil ich Probleme kriege? Dann findest du besser schnell eine Lösung. Geil. Ich habe dein Profil studiert. Setz dein Urteilsvermögen ein. Vertrau dein... Ich gebe mein Bestes. Etwas anderes würde ich auch nicht akzeptieren. Was anderes habe ich auch nicht. Pass auf. Ich gebe immer 210%. Muss eines absolut klar sein. Als Undercover-Agent der UC Systef musst du dich an unseren Verhaltens- und Ethikkodex halten. Oh. Wenn du zu weit vom das Weg abkommst, wird das Schwierigste sein. Hoch, dass du außer Kontrolle gerätst.
Ich kann den Kurs halten. Immer. Aber jetzt wird es Zeit, dich an Lieutenant. Wo ist Lieutenant Toft? Dankeschön. Oh. Das ist leicht. Gar nicht. Gut. Wir überwachen deine Aktivitäten von der Vigilance aus. Wenn du das Gefühl hast, dass du genügend Beweise gesammelt und deinen Auftrag erfüllt, davon ab bist du komplett auf dich. Nett. Ja, dann tschüss. Viel Glück. So, wo ist Toft? Tuffy Toft. Ach, da steht sie ja. Hallo, Tuffy Toft. Okay, wir haben nicht viel Zeit, also hör gut zu. Ich versuch's, auch wenn ihr leise seid. Wenn du undercover arbeitest, musst du so viele Beweise wie nur möglich. Wenn du irgendwelche Unterlagen findest, die verdächtig oder belastend... Apropos Unterlagen. Ich will es hoffen. Commander Ikandes gesamte Operation hängt von dir ab. Ich will Datenslates, Computer-Downloads, handschriftliche Notizen. Scheiße, ich nehme alles, solange wir die Schweine damit drankriegen. Das hoffe ich für das Wohl der Besiedelten. Das kleine Scharmützel, das du auf Vectera mit ihnen hattest, war nichts. Diese Piraten hinterlassen eine Schneise aus Tod und wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe. Ich bringe euch alles. Mehr verlangen wir nicht. Ach, bevor du gehst, eine Sache. Commander Ikande hat eine Auszahlung von Credits für jedes Beweisstück genehmigt, das du uns bringst. Jetzt reden wir ganz meine Sprache. Ich brauche keine Bezahlung dafür, das Richtige zu tun. Sehr großzügig. Das ist nicht großzügig. Also gut. Dein Schiff hat die Stabfreigabe erhalten. Das war alles. Ja, auf Wiedersehen. Wenn du uns brauchst. Begib dich nach Zidonia. Nee, wir begeben uns zuerst woanders hin. Und zwar... Obwohl Zidonia ist hier gleich ums Eck. Da müsste ich nicht reisen. Landen. Jupp. Und zwar gibt es so, das ist wieder sowas, was man zufällig findet oder in irgendwelchen Videos sieht, wie zum Beispiel jetzt in diesem hier. Es gibt so Heftchen, die einem permanente Buffs geben. Wo sind sie denn? Shop erst ein oder zwei. Oh, die liegen überall mal da und hier mal rum. Ich muss mal wieder verkaufen gehen. Merke ich gerade. Unter anderem mehr Tragkraft, mehr Ausdauer, mehr dies, mehr jenes. Puh, keine Ahnung, wo ich es hab. Ob es bei sonstiges ist oder sonst wo. Die findet man überall mal. In der Loge liegt noch eins. Da werde mal irgendwann jetzt noch innerhalb dieser Folge hinreisen. Und uns das mal angucken, wenn ich es nicht total vergesse. So, machen wir auf, machen wir zu. Dann rennen wir noch zu Philhill. Ein bisschen was verkaufen. Er wird ja jetzt wieder Geld haben. Meine Basis ist auch gewachsen bis zum Gehtnichtmehr wieder mal. Flum, flum. Erstmal zu Philhill. Philhill, wo bist du? Da. Ich habe Planeten, die dich interessieren könnten. Zack. Zang, ding, 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 ding. Tja, das war's. Ich habe ein paar Planeten hier mir zusammengesammelt. Wie das schön. So. Außenposten Security Chef. Energiewaffenspezialist. Bürger. Wenn du jemanden brauchst, ich suche gerade Arbeit. Ja. Ich bin interessiert, was kostet mich das? Ich verlange nur den gängigen Preis. Warum das denn? Wenn du so gut bist. Mhm. Nein, ist okay. Sieh mal, ich verstehe das. Das passt irgendwie gar nicht. Nicht überredet, schade. Ja, dann muss ich halt die 7000 bezahlen. Und zwar sollst du auf den Außenposten. Ich wurde da nämlich letztens von Piraten überfallen. Die strotzt jetzt zwar
vor Waffen. Also vor ein paar. So viel sind es gar nicht. Und Energiewaffenspezialistin. Das ist ja für den Außenposten nix. In den Tiefminen, da verdient man das ganz, ganz große Geld. Immer wieder das Gleiche. Wie wäre es mit einer Reise? Kann ich euch nicht ansprechen? Doch, jetzt. Ja. Weiß nicht, ob mir das... Die Liga bietet dir einen Neuanfang an. Du. Das ist doch Lug und Betrug. Er macht eine Stufe über dem Rest. Du verdienst es. Tief im Inneren hat so Zack. Tatsächlich hat mein Überzeugung jetzt wieder funktioniert. Danke. Juhu. Wo das wohl hinführt, ist aber immer noch besser, als hier in Selbstmitleid zu versinken. Oh ja. Ich fasse es nicht. Zack. Und nochmal 4500. Und was ist mit... Du? Verzeihung. Was ist mit du, ja. Was ist mit dir? Schönen Tag noch. Wieder schön. Gut. Und dann... Ah, du bist's. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Schön, dich wiederzusehen. Meinst du, in deiner Crew gibt es noch Platz für mich? Ich brauch dich nicht. Dich brauche ich gerade im Moment nicht. Was mit dir? Achso, das ist die Kopfgeldjägerin. Lass mich mal durch. Hier kann ich noch was verkaufen. Das machen wir hier. Oder kaufen? Was hast du denn Schönes am Angebot? Oh. Ein schönes Snipergewehr kaufen. So, dann gehe ich mal kurz raus und rüste das Snipergewehrchen aus. Da ist es. B. Die Pistole da kann weg, glaube ich. Ja. Bumm. Dann können wir nämlich jetzt ein bisschen verkaufen. Kann ich dir helfen? Guter Plan. Und zwar verkaufen. Erstmal diese eine Waffe hier. Bumm. Und da ist alles okay. Dann verkaufen wir aus dem Schiff. Bumm, 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 bumm. Also ich hole mir mein Geld doppelt und dreifach wieder, ne? Also das ist jetzt das kleinste Problemchen. So, mehr Geld hat er nicht. Wiedersehen. Komm gerne wieder. Ja, mach ich. Bin immer noch zu Fell Level 254. Irgendwie, das erscheint mir recht lange zu gehen. Das gefühlt. Ah, noch 6 Sachen, die ich verkaufen muss. Gut, 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 gut. Aber dann reden wir hier mit... Wenn du was kaufen oder verkaufen. Ich will eine heikle Ladung loswerden. Mit heikel meinst du vermutlich, dass die UC Security... Dann kann ich dir vermutlich helfen. Was hast du? Hier eine kleine Probe. Hm. Aurora, ja? Cool. Aber ein bisschen zu heiß. Was hast du sonst noch? Wenn die Handelsaufsicht kein Interesse hat. Ich sag dir nur eines, nämlich verpiss dich. Hau bloß ab mit. Wenn du natürlich einen Finderlohn anbietest, dann könnte ich, naja, die Regel. Und was haben wir denn hier alles? Der Deal läuft, kriegst du garantiert einen Anteil vom Gewinn. Guter Punkt, Schätzchen. Okay, ich riskier's. Verlang die zusätzlichen Credits nächstes Mal einfach im Voraus. Ein Kumpel von mir mischt bei der Crimson Fleet. Adler Kemp heißt er. Wenn er nicht schon bewusstlos ist, killt er gerade im Broken Spear den Rest seiner Gehirnzellen. Okay, ab in die Kneipe. Schön, mit dir Geschäfte zu machen.
Das hat ja mal geklappt, tatsächlich. Ich bin so froh. Moment, aber bevor wir da runterlaufen, hier ist noch ein Händler. Hey, Freunde! Sieh mich um! Was schönes. Oh! Die ist sogar noch besser als die, die ich habe. Bum. So, dann wieder derselbe Spaß wie eben. Die Waffe ausrüsten, damit ich den aus Versehen verkaufe. Und das ist Breach. Boom. Diese Breach gegen diese Breach austauschen. Und unser Geld zurücknehmen. Nipp. So. Boom. Dann noch ein bisschen was aus dem Schiff verkaufen. Ups, dafür hat er nämlich genug Geld. Ah, ja. Den einen ist nicht, ist schon nicht schlimm. Huch. So. Achso. Zurück in die Kneipe. Doch hier dieses Scharfschützengewehr gekauft. Nicer Dicer. Scharfschützengewehr. Adlercamp. So. Hey, sag's doch noch ein bisschen lauter. Okay. Ja, wenn du eine ganze Ladung davon loswerden willst, muss das schnell gehen. Aber erst? Natürlich muss ich zuerst was für euch machen. Sonst wäre das ja kein RPG. Ich sehe nicht, warum wir uns länger als unbedingt nötig mit euch beschäftigen. Lady, wenn ich die Ware für deine Begleitung hier verschieben soll, machst du alles, was ich will. Und jetzt Lauscherchen auf. Ich sag's nur einmal. Du musst dich um einen Miner kümmern. Er hat wahrscheinlich alles versoffen. Kann ich ihm nicht ver... Perfekt. Er heißt Carl Fielding. Wahrscheinlich stolpert er irgendwo durch die... Keine Angst, er ist leicht zu finden. Halt einfach... Gucken wir mal, was wir jetzt mit dem machen. Ich finde auch nett, diese Option, einfach die Schulden direkt zu bezahlen. Wenn man auf den ganzen Krempel auch keinen Bock hat, ist das natürlich eine nette... Was haben wir denn hier eigentlich alles? Die Miner haben ein Geheimnis. Neulich in der Bar hat eine von ihnen etwas über das Herz des Mars erzählt. Ich glaube, es war Layla. Layla? Schöner. Das war Layla. Oh, den habe ich in Malle live gesehen. Das war so enttäuschend. Kann ich dir irgendwie helfen? Verkrüppeln. Spielchen, du ich bin echt müde. Hey, ach so, warte. Du meinst den Adler? Ach so, ja, der. Ich habe ihm gesagt, dass ich nächste Woche... Komm schon, was... Ich kann echt gerade keinen einzigen Credit abdrücken. Der Mann kennt wohl meinen eisernen Griff noch nicht. Ja, bitte, Andrea. Hau drauf. Was für Spielchen. Ich kann mich ja vielleicht für eine 7 Tage... Ja, bitte.
Kohlraus, wenn nicht für dich, dann für deine Familie. Familie scheint ja keine zu haben. Das hat nicht geklappt. Das hat leider auch nicht geklappt. Ich weiß, wenn ich dir meine letzten Credits gebe. Ah, doch eine Familie. Ach komm. Ach du Scheiße. Ehrlich? Das. Danke für alles. Sprich mit Andrea. Das hat ihr gefallen, als ich dem Geld gegeben habe? Ja, sicher. Mich würde etwas interessieren. Ich weiß, dass du auf ungewöhnliche Weise zurückkommst. Du hättest einfach das Artefakt abliefern und gehen können. Warum bleibst du? Weil ich jetzt eine Superkraft habe. Bei mir ist diese Woche sonst nicht viel los. Es ist wohl wirklich eine einzigartige... Das hält auch mich. Meine Vergangenheit ist kompliziert. Aber meine Familie hat immer betont, wie wichtig es ist, einen Sinn im Leben zu haben. Man braucht einen Daseinszweck. Man braucht einen Grund, morgens aufzustehen. Hoffentlich nimmst du dir auch genug Zeit, um Spaß zu haben. Spaß ist kein... Ich sage nicht, dass ich unfähig bin. Als ich erstmals nach New Atlantis... Sie arbeiten, essen, schlafen. Alles ohne irgend... Ihr Leben ist so ganz... Dann muss dein Leben vollkommen anders gewesen sein. Das war es. Durch ein Leben... Nein, das hat es nicht. Meine Familie ist in den besiedelten Systemen einzig. Meine Eltern und ihre Eltern vor. Du kannst dir vorstellen, dass es... Sie haben geglaubt und tun es noch, dass jeder, der nicht zur Familie gehört, nach meinen Erfahrungen in den besiedelten... Es hat sich als wertvoll. Doch vorerst haben wir zwei unseren Sinn wohl in der Constellation. Ja, das haben wir wohl. Moment reichen. Es freut mich, dass... Kann ich eigentlich jetzt wieder mit der flirten? Du musst mich nicht fragen. Oh, leider nichts dazu gekommen. Ups. Wir sind fertig. So, jetzt. Warten wir, bis der vor uns verschwindet und gehen dann auch durch. Also dieser Layla-Typ, ne? Der war um 2 Uhr morgens. Also komm, laut zum Singen. Ja, in irgendeinem, ich glaube im Oberbayern war das gewesen. Und war einfach mal total betrunken. Hat einfach nur noch gegrölt. Also, not really professional, würde ich dazu sagen. Also hätte ich mich auch mit meinen 5 Promille hinstellen können und mit, also das Lied trällern können. Das wäre genauso gut gewesen. Yep, da. Schön. Weißt du, wenn dir sowas Spaß macht, glaubst du, du kommst mit? Oh. Alles klar. Ich gebe Neva Mora Bescheid. Die ist die Nummer 2 nach dem großen Boss persönlich. Oh. Ja. Mach dich auf den Weg nach Europa. Da findest du sie. Und hör dir an, was sie zu sagen hat. Ach ja, um die Aurora-Lieferung habe ich mich gekümmert. Ist viel Kohle. Gib nicht alles auf einmal aus. 16.000 Credits habe ich bekommen. Triff dich auf Europa mit der Astrea. Turm trifft König. Gut, dann spielen wir ein bisschen Schach. Whee! Und Europa ist doch hier so. Ach, der hat da. Die Astrea. Gucken wir mal, ob wir uns jetzt da noch durchkämpfen müssen oder so. Sieh mal an, wer endlich den Mut hat, hier aufzutauchen. Adler hat also Superstar. Adler behauptet, die haben dasselbe Schiff wie ich. Genug, um bei uns mitzumachen.
Sehr gerne. Das hört sich falsch an. Keine Ahnung, ob Adler es erwähnt hat. Und ich hoffe für ihn, er hat's nicht. Aber du schließt dich hier nicht irgendeiner Piratencrew an. Du schließt dich der Crimson Fleet an. Für die Crimson Fleet! Wupp, wupp! Falls du die kleine Aufgabe überstehst, die ich für dich geplant habe. Ein medizinisches Versorgungsschiff namens Regana springt in den Orbit von Enceladus. An Bord findest du einen Verräter namens Austin Rake. Ja, gerne. Töte Rake? Das, falls okay. Du mein Rat willst, garantieren kannst du seinen Tod nur, wenn du die Regana inwählst. Das mache ich voll gerne. Ist so gut wie erledigt. Ich beobachte Rick, er wechselt so oft seinen Stamm, aber weißt du was? Es ist jedenfalls. So. Dann Kraftsprung aktivieren. Ach, drückt immer auf den falschen Knopf. So, den Knopf brauchen wir jetzt. Und dann. Suchen wir mal die Regana. Hä? Ich hab den Saturn noch nicht gescannt? Peinlich. Ich hab das Sol-System noch gar nicht gescannt. Super peinlich. Ah ja. Na, man sieht, ich habe ein bisschen was dran gebaut. Ein bisschen mehr Frachtvolumen. Noch ein Antrieb mehr. Halt, stopp. Dimitri Moldavski, Pilot der Regana. Wir sind ein einfacher Transporter auf dem Weg nach New Homestead. Wir wollen keinen Ärger. Tja, der Ärger ist jetzt aber da. Oh Junge, da habe ich schlechte Nachrichten für dich. Der Ärger hat euch wohl gefunden. Oh Gott, ich weiß nicht. Es wäre ratsam, das Angebot anzunehmen. Es zeugt von mehr Gnade, als dir klar ist. Das hat jetzt plötzlich allen gefallen, ha? Ups. Oh. Dock an, statt dagegen zu fliegen. Blödes Schiff. Wir sollten uns mal unterhalten. Nur wenn du Zeit hast. Was hat die denn jetzt für ein Huddel? Alles echt, wir haben angedockt. Dann stehe ich mal auf und such die mal, weil das Schiff ist echt riesig. So, da ist André. Da ist Sarah. Super. Nein, du hast was für mich. Guck mal, wie traurig sie guckt. Ganz und gar nicht. Es sind nur ein paar Anfragen, aber zwischen den Zeilen lese ich, dass meine Abwesenheit zu Problemen führt. So in etwa. Bevor ich zur Constellation gekommen bin, war ich 8 Jahre lang Leiterin des Navigator Corps, bis die UC die Division dicht gemacht. Ja, schmerzhaft ist. Sie wollten spektakuläre Entdeckungen, um das Budget zu rechtfertigen. Und nach dem Krieg war das. Ich habe die Division geleitet.
Also hat man natürlich... Natürlich. Von wem? Du hast mir mal gesagt, dass dir der Weg wichtiger ist als das Ziel. Vielleicht ich bin gescheitert, weil mir die Erkundung... Wäre ich engagierter gewesen, hätte unsere Division sich... Tja, das ist es ja. Habe ich zu sehr gedrängt? Tja. Und das bringt... Nenn es, wie du willst. Mein Antrieb, meine Initiative, mein Optimismus waren meine größten... Sie bringen mir immer wieder Machtposition. Schlimm, ne? Immer wieder. Du hast keine Ahnung. Aber wenn ich einfach alles aufgebe, wo... Oh Gott, es tut mir so leid. Du willst mir... Weißt du, nachdem Aja in Rente war, hat sich niemand... Hör mal, du hast offensichtlich... Bitte. Dann wird's ja mal Zeit. Es liegt nicht an dir. Ich bin ein... Aber danke, dass du mir zugehört. Super. So, und jetzt muss ich irgendwie den Weg hier raus aus dem Raumschiff finden. Plumps. Oh, wie geht's deinen Gelenken? Jetzt nicht mehr so gut. Wo ist hier der... wo ist hier der Ausgang? Da ist er bestimmt nicht. Wenn wir seitlich angedockt haben. Müsste eigentlich auf der Seite da sein. Ja, wer macht hier eigentlich andauernd die Türen zu? Tja, falsche Seite des Schiffs. Da entlang. Erstmal, ich kann schon richtig die... Kommentare lesen. Jetzt verläuft er sich auf dem eigenen Schiff. Oh, da hinten steht das Mädchen ganz alleine rum. Da ist es doch. Nicht. Zum Kuckuck. Ich kann das andere Schiff schon sehen. Also ich bin schon in der Nähe. Da ist es doch, die Tür. Da. Gewusst, dass es da irgendwo sein muss. Dann machen wir die Tür auf, dann können wir reden. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Hättest du uns töten wollen, wäre das von deinem Schiff aus gegangen. Ja. Wärst du um unsere Fracht gegangen, hätten wir sie abwerfen können. Ja. Ich bin wohl einfach mal still und lass dich reden. Ja. Stimmt. Und das heißt, dass irgendjemand nicht wissen soll, was du wirklich treibst. Genau. Kannst du jetzt bitte sagen, was das alles soll? Ja, wenn ich mal zu Wort komme. Du hast wirklich keine Ahnung, wer von uns weg ist, oder? Und es scheint dir auch egal zu sein. Ich glaube, dass du ihn eigentlich retten willst. Okay. Ich habe eine Idee. Wir streichen seinen Namen von der Passagierliste. Das reicht nicht. Als wäre er nie an Bord gewesen. Wir lassen ihn beim Andocken auf den Schiff und bringen ihn dann zu einem anderen Hafen. Ich glaube, das reicht nicht. Wir wollen. Ist das okay für dich, Austin? Habe ich eine Wahl? Sieht nicht so aus. Dann sind wir uns einig. Du gehst zurück auf dein Schiff und wir sorgen dafür, dass Reg nie auf unserem war. Und falls deine Bosse misstrauisch werden, hier, wir hatten noch eine zusätzliche Kiste Material, falls eine beschädigt wird. Das sollte beweisen, dass du nicht zum Falschen hier warst. Okay. Zurück zur Astrea. Du kannst von diesem Ort nicht schnell reisen. Nee, jetzt aber. Hab ich jetzt so gern. Peng, 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 peng. Aber nein.
Wieso steht da jetzt UC Frachter A? Wird? Hat er sich jetzt umbenannt? Mein Schiffchen? Ein Abenteuer abschließen und dann davon fliegen. Ich. Zack. Achso, und ich hatte tatsächlich meinen ersten Absturz. Reisen nicht möglich, während das Schiff angedockt ist. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Zack, Dankeschön. Operation abgeschlossen. Schubdüsen frei. Das ist nett. So, nochmal. Ab bei die Andrasta, Astraea. So, jetzt habe ich es. Ja, wir müssen dann alle ausrotten. Mensch. Also. Doch. Ja, klar. Die tun mir weh, die tun mir weh. Jetzt nicht mehr. Ich habe sogar ein Level abgekriegt. Ein bisschen mehr auf den Antrieb, dann sind wir auch ein bisschen schneller. Aber wie ihr gesehen habt, so ein paar Schiffchen tun mir eigentlich kaum weh. Tausender Schild oder so, Spaß. Aber ich bin nicht schnell. Und dann holen wir uns mal einen hier noch dazu. Danke für die Hilfe mit Ekliptik. Ich hatte zwar alles unter Kontrolle, aber nachdem natürlich du dazugekommen bist, ging es sicher schneller. Ah, jo. Also, was ist mit der Ragana? Gib mir gute Neuigkeiten, dann können wir feiern gehen. So einfach ist das. So einfach ist das. Hoffentlich hast du aus der Sache mit Rake was gelernt. Ich, wenn du es verboxst und ich dann wie eine Idiotin dastehe. Okay. Ach ja? Der letzte, der das gesagt hat, war Rake. Du hast ja also jetzt schon dein. Ah, kein Problem. Okay. Flieg hin, sobald du kannst. Lass mich nicht zu lange. Der Crimson Fleet beizutreten ist wohl kaum ein Grund zum Feiern. Doch du hast deine Gründe. Ich dulde es also vorerst. Ja, hallo, ist unsere Aufgabe im Moment. Nee, nicht Schild runter, sondern Antrieb runter, das hoch, das hoch. Speichern wir mal ab und hoffen. Ins Krücksystem habe ich die ganze Zeit versucht, nicht reinzufliegen, weil das Krücksystem ein bisschen. Wie soll ich sagen? Was ist denn hier jetzt? Anstatt der Bericht. Ah. Das Krücksystem ist ein bisschen. Da stehen irgendwie gefühlt 20 Raumschiffe, die dann direkt auf einen feuern, sobald man da reinpegelt. Unangenehm. Unangenehm. So. Bleib mal stehen, Karre. Rufen. Ruf bestätigt. Dockingschleuse 1 ist bereit. Der Commander erwartet dich schon im Operationszentrum. Ja, das geht ja jetzt aber ruckzuck. Alles gut. Aber noch besser wäre es. Oh,
Aber die will schon wieder bestimmt Bücher haben oder sowas geschenkt. Alles an diesem Schiff schreit Überlegenheitskomplex. Ich hatte einen Freund auf der Regana. Ich hoffe, ich sehe ihn beim nächsten Landurlaub. Oh, der rennt mal? Der Typ ist weg, der hier stand. Schade. Ich wollte noch am Ende der Folge was tun. Oh. Mal sehen, schon bei 40 Minuten. Ah, oh, die da teilen wir dann immer so groß. Oh, moch. Ah. Soldat. Wir haben die Nachricht der Ragana wegen Austin Rake bekommen. Er wurde unbemerkt an einem anderen Hafen abgesetzt. Er wird sich für einiges rechtfertigen müssen. Ja. Tu ich. Ich weiß, es ist ein Drahtseilakt. Das bleibt nicht um. Wir werden sehen, wie viel Gutes das letztlich bewirkt. Ach, eine Sache noch, bevor wir weitermachen. Volle Transparenz. Wir waren es, die Ecliptic für den Angriff auf Nevers Schiff angeheuert haben. Aha. Nach der Sache mit der Ragana gab es die Sorge, dass du Probleme haben könntest, dir Nevers, indem du sie gerettet hast, konnte. Hm. Ah, du hast also gute Neuigkeiten. Atif. Es ist ein gefährlicher Plan und du hättest fast eine Unschuldige. Zum Glück bist du nicht dumm und hast das Recht. Jetzt ist Zeit für die nächste Phase. Unsere Infos zu Sasha waren korrekt. Nachdem wir von deiner Interaktion mit Adler Kemp erfahren hatten, haben wir dein Treffen mit Neva Mora überwacht. Unseren Akten zufolge ist sie die Nummer 2. Wenn du dich also mit ihr gut stellst, bist du. Ja, du hast deinen ersten Test bestanden. Das ist. Aber bevor wir uns zu früh freuen, entweder hat sie keinen Verdacht geschöpft oder sie. Vergiss nicht, dass du es mit gnadenlosen Kriminellen zu tun hast. Sei vorsichtig. Und sie sind sogar noch gerissener, als sie gnadenlos sind. Du solltest Vorsicht walten lassen, auch wenn du noch so überzeugt bist, dass dir keine Gefahr. Also, was hat Neva als nächstes mit dir vor? Ich soll da hinten hin. Wo du bestimmt Delgado kennenlernen wirst. Delgado ist der Anführer der Crimson Fleet. Ich habe hier ein Profil. Du musst die Eigenheiten sämtlicher Mitglieder der Fleet kennen. Was gibt es zu wissen? Er ist Piratenabschaum, wie sie alle. Genau. Die Crimson Fleet ist kein Monolith. Jegliche Info über ihre Mitglieder ist hilfreich. Wie dem auch sei, nachdem du jetzt zur Fleet gehörst, irgendwann beginnen wir dich näher zu beobachten. Aber vorerst müssen wir abschließen. Das verschafft uns auch die Zeit, unsere Verteidigung zu stärken, sollten wir die Fleet beginnen. Apropos, sollten wir damit beginnen, das Schild-Upgrade zu implementieren? Unverzüglich, Lieutenant. Die Techniker und die... Ich hoffe, durch deine Aufnahme in die Fleet sind alle möglichen Zweifel bei dir ausgeräumt. Ich bewerte. Gute Arbeit. Weiter so. So. Aber bevor wir jetzt zum Schlüssel reisen, reisen wir jetzt erstmal zur Lodge. Hui. Die ist nämlich in Alpha Centauri. Upp. So, auf zur Loge. Bumm. Landen. Und dann holen wir uns noch einen permanenten Buff ab. Um extra da liegen lassen. Na? Landen mal schnell. Die Security hier ist so sichtbar. Da fühlen sich die Leute wohl sicherer. Die meisten jedenfalls. Die Loge. Ishan hat zumindest eine hervorragende Unterkunft. Das stimmt. Es macht Spaß, hier zu sein. Und zwar haben wir hier Constellation Guide 1. Sturzschaden wird permanent um 5% reduziert. Bumm. Skillbonus erhalten. So, sieht man das eigentlich auch im Status? Hm, allgemein? Oh je.
Statuseffekte? Nö, leider nicht. Leider sieht man das nicht. Es ist natürlich alles ganz großartig, aber wir stehen jetzt echt unter Druck, oder? Ja. Wir dürfen keine Fehler machen. Nein, tun wir auch nicht. Dann reise ich als nächstes für euch nach Grix. Und werde mich da mit der Crimson Fleet treffen. Ah, das sehen wir erst morgen. Bis dahin. Ciao. Achso, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, Kommentar. Ihr kennt es ja, Abo sowieso und über Unterstützung bin ich auch noch froh. Wir sehen uns dann in Kriegs-